An der Stele vor dem Nordhäuser Rathaus ist am Vormittag an den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren erinnert worden. Oberbürgermeisterin Barbara Rinke mahnte zur Wachsamkeit aller friedliebenden Menschen, vor allem vor dem Hintergrund des Schicksals der Rolandstadt. Es begann mit einer großen Lüge, an deren Ende der Tod von 50 Millionen Menschen stand. Polen will den Krieg, Überfall auf den Sender Gleiwitz, Feuer auf deutsche Feldwache, der deutsche Gegenschlag. So titelt die Nordhäuser Ausgabe der Thüringer Gauzeitung am Freitag, dem 1. September 1939 und in den Folgetagen. Deutschland hatte mit einem feigen Überfall auf Polen einen der schlimmsten Kriege der Menschheitsgeschichte vom Zaun gebrochen. Innerhalb weniger Stunden wurden über 8.800 Menschen fanden hier in den Trümmern ihren Tod. Dieser Krieg veränderte die Landkarte Europas dauerhaft, führte zu deutscher Teilung und ließ uns weitere 40 Jahre im Kalten Krieg leben. Davon haben wir genug. Das sagen wir auch heute 20 Jahre nach der friedlichen Revolution. Und das sagen wir heute all denen, die wieder am rechten Rand unserer Gesellschaft fischen. Sie verdrängen nicht nur diese grauenhafte Vergangenheit, vielmehr wollen sie die Spielregeln der Demokratie nutzen, um sie wieder abzuschaffen.